Herzlich willkommen zum Vorwort. Ich bekomme hier gerade eine Einmeldung rein, die besagt, dass ihr unbedingt, wenn ihr die Pointe verstehen wollt, kurz über das Festival erklärt werden müsst. Also ihr wisst schon. Also jedenfalls kriegen wir Freitag ein Thema, jedes Jahr. Und Sonntag, also nach 2 Tagen, muss man das Thema dann abgeben. Und 2 Wochen später treffen wir uns dann in einem Kino in Leverkusen. Und dann gucken wir uns alle an und dann kriegen wir so ein Voting-Zettel, wo wir dann Punkte vergeben, uns gegenseitig auf den Film. Das ist dieses Festival. Und das solltet ihr wissen. Und das wollte ich sagen als Vorwort. Und jetzt Film ab! So, nun saß ich also in meiner Detektei und wartete auf Kundschaft. Dabei las ich die Zeitung. Ich wollte übrigens schon immer mal einen Krimi drehen. Cooles losgezogen, Alter. Nun, statt einer schönen Dame als Klientin, erreichte mich ein Brief. Ich öffnete ihn. Mein lieber Dr. Groll, ich hoffe, Sie haben Zeit, sich um meinen Fall zu kümmern. Es geht um die Flaschenschieberbande, die gerade ihr Unheil über die Stadt bringt. Irgendetwas ist da in Gange. Hier ist der Lageplan des Tatorts. Kümmern Sie sich bitte schnell darum. In Freundschaft, Herr Zwiebel. Den Rest konnte ich leider nicht lesen, was aber überhaupt nichts ausmacht, weil ein Zwiebel ist eh eine Kanaille, aber egal. Gut, dann überlegte ich mir, oh Mann, das wird eine Undercover-Aktion, ich muss mich tarnen. Nun schreitete ich fort in mein Ankleidezimmer. Was soll ich nur anziehen? Ja. So, damit sollte man mich nicht mehr erkennen und sehr unauffällig sein. Ja. Dem Hund das Kacken auf Kommando beizubringen, war übrigens am schwierigsten hier beim Filmdreh. Nun schreitete ich zum Tatort. Aha. Das sind also die Flaschen, die hier immer verschoben werden. Aber was hat es damit auf sich? Kroll hatte nicht genug Anweisungen gemacht und seine Schrift war einfach nicht zu lesen. Na gut, ich werde mich bei den Nachbarn umhören müssen. Nun denn, auf zu den Nachbarn. Mr. Jones, stand auf ihrer Klingel. Sind Sie Mr. Jones? Ja, ich bin Mr. Jones. Okay, cool. Also, was können Sie mir sagen? Haben Sie da hinten gesehen, wie die Flaschen hingelegt hat? Ja, das waren so eine Bande. Die wollten, das war ganz merkwürdig. Die haben irgendwas bekommen. Und ich konnte nicht mehr sehen. Es war einfach zu dunkel. Gut. Gut. Danke, Mr. Jones. Hier ist Ihr Trinkgeld. Kaufen Sie sich was Schönes davon. Danke sehr. Sehr lecker. Ja, danke. Ja, ich musste also noch weiter suchen. Und da war noch ein Passant. Ich weiß seinen Namen nicht. Hallo, hier, was können Sie mir über die Flaschenverschiebung sagen? Ja, ich hab's genau gesehen. Es wurden irgendwas ausgetauscht. Und der eine hat den Zettel in die Mülltonne geworfen. Ja, Mülltonne. Okay, danke.
gucke ich da mal nach. Wahrscheinlich sind das Bestechungsgelder gewesen. Ja, ja. Gut, da ist die Tonne. Ah, da ist der Zettel. Irgendwas ist Geld gewandert. Es wurde was ausgefüllt und später ein Teil weggeworfen und ich bin verrückt. Oh Gott, nein! Das darf nicht wahr sein, um Gottes Willen.